Der 19. März 2023 geht als Paukenschlag in die Geschichte von einem Schweizer Finanzplatz, aber auch weit darüber hinaus natürlich weltweit, ist ein Gesprächsthema in dieser Woche, was vor allem Wirtschaft betrifft. Und so ist es natürlich auch für Nick Gucker als einerseits Nationalrat der EVP und dann auch Sozialunternehmer, wo er selber sich mit diesen Themen immer wieder auseinandersetzt. Was könnte sein ethisches Unternehmertum? Ja, der Sonntag, wie hast du den erlebt, Nick? Ja, das war ein völliges Stahlbad. Ich habe nicht gewusst, ob ich so weinen, ob ich so verwundert lachen, aus Not raus. Es hat auch nichts mehr gegeben in den letzten Jahren, wo der Banksektor seit dem 2008 so hat erschüttert. Klar in Amerika noch, aber hier in der Schweiz nicht. Und ich konnte mir nicht in den kühnsten Träumen vorstellen, dass wir jetzt so eine Grossbank realisieren wollen. Und du hast auch gepostet auf LinkedIn zum Beispiel zu diesem Thema, jetzt entsteht auf dem Rücken von der Steuerzahlerinnen vom ethischen Unternehmertum sind wir noch meilenweit entfernt. Jetzt entsteht dort etwas, wo die grösste Bank überhaupt oder eine der grössten weltweit, und wir klopfen uns dazu noch auf die Schultern. Ja, ich frage mich, wo die Ethik ist geblieben, wo man im 2008 «Too big to fail» hat angefangen zu propagieren. Ich glaube, das war alles warme Luft gewesen. Wie schon erwähnt, ich bin erschüttert. Ich weiss nicht, was das macht. Ich glaube, da kommen noch soziale Spannungen auf uns zu. Und Klagen kommen, hat man schon gemerkt. Klagen, man hat schon gehört, dass die erste Sammelklage aus Amerika kommt. Die Schweiz kennt Sammelklagen nicht, Amerika kennt das. Was mich beschäftigt ist, was heisst das für die Zukunft? Wir haben Corona vor 3 Jahren, haben die Hotel geschlossen vor einer Woche. Die Schweiz war im Lockdown. Ich hatte dann eine Session, eine Frühlingssession vor 3 Jahren, wo niemand glaubte, dass wir die Session unterbrechen werden. Nachher kam der Ukraine-Krieg vor einem Jahr. Und jetzt, ein Jahr später, haben wir diese Eruption im Bankenwesen. Ja, und es wird ja jetzt wirklich breit diskutiert. Was ich viel höre, ist so ein bisschen das, was global die Leute erzürnt, ist das, die Boni irgendwie bleiben privat, oder, wenn es um das geht. Aber die Rettung, da muss dann auch irgendwie wieder der Steuerzahler kommen. Oder da stützt man dann wieder. Und das wird ja jetzt eigentlich noch krasser, die Abhängigkeit mit dieser grossen Bank. Eben, du hast es ja eingangs gesagt, der Koloss, der jetzt da entsteht. Was würdest du sagen? Oder Forderungen von der Politik gehen ja her in Richtung aufsplitten, aufteilen. Was ist dort dein Vorschlag? Als Politiker? Ich bin nicht Banker. Die Lösung habe ich nicht. Aber ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass wir dieser Ethik, die du eingangs hast erwähnt, vom ethischen Unternehmertum folgen würden. Und ich habe noch keine Lösung auf dem Tisch, aber ich glaube, im Volk brodelt es. Ich glaube, wir müssen ethische Values machen und das Raubtier, die Grossbank, ist ungesund. Also die Abhängigkeit von so einer Grossbank finde ich nicht gut. Für einen Werkplatz Schweiz. Darum ist es mir wichtig, dass die Schweiz muss lokale Banken fördern muss. Ein Community Banking oder, was ich schon vor Jahren gesagt habe, ein Hard Banking. Darum auch die Bonis, die gehen wir zutiefst gegen den Strich. Ja, und auch in eurer Mitteilung von der EVP habt ihr jetzt ein Umdenken auf der ganzen Linie so gefordert. Die Risiken verkleinern ist auch ein Teil. Und eben vor allem die systemrelevante Bereiche von UBS, von den spekulativen Bereichen abzuspalten und so weiter. Eben, du tust es noch ein bisschen weiterspinnen mit dem Community Banking. Oder genau, also ich glaube eben, das Hard Banking, das Community Banking, wir haben in der Schweiz zwei sogenannte schon sehr soziale Banken, in Basel und im Aargau, die alternative Bank. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Gibt es Bankerinnen und Banker, die bereit sind, auf Boni zu verzichten? Gibt es Bankerinnen und Banker, die Sozialunternehmer sein wollen? Ein Sozialunternehmer darf Profit machen, aber zum Wohle der Gesellschaft.
Und darum das Community Banking. Wir haben Kantonalbanken, die das auch probieren, immer mehr auch nach ethischen Richtlinien zu gehen. Und darum träumt es mir im Beispiel, jetzt mal einfach einen Ballon von einer Volksbank, die eine ethische, aus einer Genossenschaft eine ethische Volksbank. Ja. Und wenn du beim Träumen bist, oder, dann kann ich da gleich zitieren, du hast ja wirklich nicht zu wenig Visionen, Träume, und natürlich bist du auch dran in diesen verschiedenen Bereichen. Das zeigt sich auch in dem Buch, das erst vor kurzem rausgekommen ist, wo man sieht, was dein Weg ist, wo du wirklich hast können gestalten in so vielen Bereichen, Menschen ermutigen, empoweren in verschiedensten Richtungen. Aber du hast hier ein paar Sätze drin, wo du eben sagst, die Schweiz muss bereit sein, 10-20% vom Wohlstand aufzugeben. Das ist deine Überzeugung. Wie ich erwähnt habe, wir haben schon 3 Jahre Krise. Corona, Krieg, der Bankcrash von der Credit Suisse. Es deutet alles darauf hin, dass man einfach nicht endlos höher als der Mount Everest bauen kann. Wir haben das Gefühl, wir können den Mount Everest noch überwinden. Und die nächste Hemisphäre raufgehen. Jetzt sind wir vom harten Boden der Realität. Und der harte Boden soll uns auch zeigen, demütig zu werden. Demütig und zu sagen, okay, ich muss bereit sein, mit 10% Einbuße leben zu können. Wir haben immer das Gefühl, es geht schneller, noch schöner, noch besser, noch verrückter. Und ich habe schon länger auf das gewartet, dass wir bereit sind. Und ich glaube, ich, aber auch die nachfolgende Generation, meine Kinder, junger wachsen, und dann ihre Kinder. Es geht nicht mehr einfach aufwärts. Mhm. Ja, okay. Und es ist ja das eine jetzt eben, wie so die ersten so Stossrichtungen oder Schlagsätze, wie du hier im Buch eben auch zum Beispiel drin hast, zu formulieren. Aber dann die bickel harte Arbeit ist ja dann, dass man Mehrheiten findet, dass man politisch dem kann verhelfen kann. Das ist übrigens hier gerade beim Buchdeckel. Und bei diesem Buch «Nick Gucker, entgegen allen Widrigkeiten, Menschen ermutigen», das Buch, das rausgekommen ist, erst vor kurzem im Wertverlag. Aber was sind jetzt für Ansätze, die du sagst, hey, und wie bringen wir das her? Wie können wir politische Instrumente schaffen? Ja, erwähnt das Community Building. Wir haben eine Vereinzelung in unserer Gesellschaft. Wir sind oftmals einsamer, als wir denken. Und ich glaube, es ist gefragt, das Zusammenrücken. Ich tue ja im Buch auch beschreiben, dass die grossen Firmen, also die Firmen, müsste auch bereit sein, 2% in das soziale Community Building zu investieren. Social Responsibility. Das genau Gleiche ist, der Bürger ist gefragt, er kann nicht mehr als Einzelmaske, er muss lernen wieder. Auch miteinander an den Tisch, so wie du und ich da hocken bei einem Kaffee und zusammen diskutieren. Was heisst das? Und darum, ich habe einen Traum. Mhm. Und der Luther hat ja mal schön gesagt, und wenn die Welt heute unterging, ich würde noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja, genau. Voilà, also da kommt sehr viel Feuer rüber, also da sehr viel, und gleichzeitig siehst du selber auch im Moment, oder, bist du vielleicht ein Rüfer in der Wüste, ein bisschen manchmal, oder wie geht das? Oder wie, ich weiss es nicht. Ja, im Moment freut mich, dass von links bis rechts alle schreien, es müsse jetzt untersucht werden, es müsse außerordentliche Sessionen eingeführt werden, aber ich glaube auch, von der Basis sind wir jetzt gefragt. Und miteinander austauschen, was ist der nächste Schritt? Und gestern hat man von der Credit Suisse demonstriert. Und das zeigt, was ich gesagt habe, da kommen Spannungen raus. Und zeigt, der Mensch ist im Moment auch mehr am Limit. Und darum glaube ich auch, dass es eine grosse Chance ist, wenn wir eben noch einen Schritt weiter gehen als eine alternative Bank, uns Gedanken zu machen. Gibt es eine Form von einer ethischen Bank, die zwar muss einen gewissen Profit machen, zum Wohl aber vor der Gesellschaft. Und das, was Credit Suisse gemacht hat, aber auch die UBS jetzt als grosses Tier wird sein, frage mich, sind diese Banker jetzt bereit, gerade in der UBS zu sagen, okay, ab sofort keine Bonis mehr? Ich glaube es nicht. Vermutlich nicht, nein. Aber was ist mit der Unternehmensverantwortung? Was können wir da erwarten? Und von dieser neuen Führung? Gerade diese Woche ist das Dienstagsmail von Markus Baumgartner. Das habe ich spannend gefunden. Man weiss nicht recht, wie man das einschätzen soll. Oder vielleicht sind das jetzt gute Leute, die hier wirklich an der Spitze von dem riesen Deutschen von UBS, der Colm Kelleher, Ralf Hammers,
keine Ahnung, haben auch einen christlichen Bezug, wenn das stimmt. Sie haben versprochen, wir werden versuchen, ein verantwortungsvoller Arbeitgeber zu sein und so. Ja, aber hey, ich habe es vorhin gesagt. Ich hoffe, Sie hören meinen Appell. Was heisst ethisch? Ethisch heisst heilen, macht ganz. Verzichten auf Bonis. Und die 32 Milliarden Bonis haben eingestrichen, wären die bereit, jetzt Geld zu geben, ein Zeichen zu setzen. Und ja, der Kellenhager tut ja auch Pilgern. Ich hoffe, dass er auf einer von seinen Pilgerreisen auch zu diesem Teilen-Gedanken kommt und sagt, unsere Grossbank muss zu einer ethischen Bank werden, die es mir träumt, die ich probiere, im Kleinen irgendwie jetzt mal zu träumen. Okay, Nick Gucker, merci vielmals, dass du mal einfach ein bisschen hast, das, ja, la reden, was in deinem Herz vorgeht, in dir innen brodelt, oder? Man merkt, es brodelt, oder? Das ist wahrscheinlich richtig gesagt. Das ist, du sagst, viele sind ja vielleicht überfordert, wahrscheinlich bis herzu. Auch der Bundesrat hat ja eine Lösung müssen irgendwie herkläpfen, das ist ja wahnsinnig. Aber auch die Politik jetzt. Also viel Ratlosigkeit gleich auch. Ja, es ist schon eine Ohnmacht. Mhm. Ohne Macht. Und auch mir geht es ja so. Darum spürt man, dass so das Hard Power jetzt, wo immer innen auch rauskommt, wo sagt, hey, hallo, halt, stopp, sichern. Was heisst das? Müssen wir nicht nochmal one step back to four? Und darum auch an meinen Appell an die Grossbank, UBS. Was heisst jetzt ethisches Wirtschaften? Und das ethische Wirtschaften, das treibt mich seit 30 Jahren rum. Gut, und das ist ein Thema, wo wir dann in einem anderen Live-Net-Talk mal noch ein bisschen genauer drauf werden eingehen, wenn wir dann auch über das Buch noch ein bisschen genauer wollen, zu reden kommen. Nick Gucker, heute, für einen Moment, glaube ich, ist das eine Botschaft gewesen, die hoffentlich noch Kreise zieht, die hoffentlich Diskussion anregt für neue Ideen jetzt hier drinnen, dass wir etwas reinwerfen können in die Diskussionen. Merci vielmals. Danke dir. Ja. Und die Medienmitteilung von EVP, die könnt ihr natürlich auch bei LiveNet noch in ganzer Länge abladen. Ihr seht auch beim Videobeschreib noch in den Links entsprechend mehr Informationen, was wir jetzt so dazu haben. Und ich kann euch herzlich einladen, auch mitdiskutieren. Das eben hat er ja jetzt gesagt, der Nick Gucker ist nicht nur im Bundeshaus gefragt, sondern es fängt ja auch bei uns an, uns einzubringen. Dort mitkommentieren, dort auch mit euren Ideen einbringen, könnt auch ein Mail machen, redaktion@livenet.ch. Wir können ja Nick Gucker das dann entsprechend weiterleiten, dass wir hier im Gespräch bleiben können. Danke vielmals für euer engagiertes Mitdenken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/videopartner.